Kinder, guck mal, Schatz. Ja, komm hier, Schatzchen. Ja, der Papa muss raus, ein bisschen arbeiten. Ja, und sei dir schön lieb, okay? Ja? Ist der Koko schön lieb? Ja? Das ist Papas Baby, ne? Aber nicht so laut sein und die Chanel nicht ärgern, okay, Schatz? Okay, dann bis gleich. Seid ihr schön lieb, ja? Tschüss. Hayırlı cumalar cümleten, dünyanın en güzel yaşam diktatörlüğünden yeni canlıyım. Bendeniz Türkayev Deutscher. Hoş geldiniz. Ja, ihr Lieben, wie ich schon gesagt habe, hayırlı cumalar, einen schönen Freitag. Wir haben ein bisschen was zu tun. Wir müssen leider wieder zur Bank und haben noch ein paar andere Termine, wo wir uns drum kümmern müssen. Und ich würde sagen, ich nehme euch ein bisschen mit. Ja, ihr Lieben, ihr kennt es ja schon. Wir müssen noch eine Unterschrift leisten und noch ein bisschen was abholen. Und dann geht es weiter im Programm. Immer weiter, immer weiter. Ja, Freitag ist hier immer voll. Ja, ich hoffe, dass es nicht so lange dauert. Es sind nur 3 Leute vor uns, aber wir werden sehen. Wir haben jetzt gleich auch noch 2 Termine. Einmal um 14, einmal um 16, dann um 17 Uhr noch mit einer Kundin. Dann ist Juma Namaze natürlich auch noch, das ist auch dazwischen. Da müssen wir noch ein paar Erledigungen machen. Ja, das Video muss ja auch noch mal irgendwann von mir hochgeladen werden. Da muss ich noch ein paar Anfragen verschicken. Also im Leben am Limit, da wird es nicht langweilig. Ja, dann tun wir mal ein bisschen Geld abholen, würde ich sagen. Ne? Nein, brauchen wir nicht. Nehmen wir mal 500. Super. Ja, Geld ist gekommen. Wunderbar. Ja. Kärtchen. Ja, auch super. Gibt er mir 500 Lira in 20 Lira Scheinen. Ist ein Traum. Na, hat er wahrscheinlich keine 100er mehr. Na, egal. Ja, gestern war es da rappelvoll. Deswegen sind wir hier heute auch noch. So sieht es hier aus, rappelvoll. Ja, ne, Juma ist immer Highlife und schauen wir mal. Willkommen ins Morgenbad. Und na. Warum? Ja, dann hier, ne, damit die Provision hier schön hier auf meinen Nacken kriegt und so direkt hier Kohle. Was muss ich hier machen? Imsa. Ja, machen wir nochmal Imsa hier. Haben wir mal so Imsa rein, oder was sagst du hier? Hier mit Datum, Uhrzeit, alles handschriftlich. Dann ist das Leben am Limit. Der Stress, der bringt mich um, das sagst du hier. Hab ich richtig gemacht, ja, ne? Sieht gut aus. Komm mal. Ja, nach 10 Minütchen. Ein paar Erklärungen und ich glaube 15 Unterschriften später geht alles seinen Weg und dann würde ich sagen, geht weiter im Programm. Ja, trotz offene Fenster und Klima 36 Grad. Ne? Und ja, ich weiß, man macht die Fenster nicht auf und Klima an, das macht keinen Sinn. Aber die warme Luft muss erstmal raus und die Klima muss erstmal auf Touren kommen. Das dauert ein Minütchen und dann gehen die Fenster auch zu und die Klima kann dann ihre Leistung bringen. Ja, und wie wir sehen einen Bus, der abgeschleppt wird. Ne? Auch die brauchen mal Hilfe oder parken falsch. Ich denke mal, der hat irgendwie ein Problem, der hat nicht falsch geparkt. Ja, wir fahren jetzt nochmal schnell für meine Frau ein paar Brötchen holen. Dann gibt es gleich schnell einen Happen mit auf dem Weg. Dann fertig machen für Juma Namaze und dann kommen die ganzen anderen Termine. Und wenn ich dann irgendwann zurück bin, ja, habe ich noch eine Begehung mit dem Kunden. Und ja, Video natürlich, klar.
Und dann geht er weiter, würde ich sagen, ne? Und wen sehen wir denn da? Das ist doch der liebe Ali. Guten Abend. Und wen treffen wir? Wer ist wieder fleißig? Jawohl, wir. Ey, wisst ihr, warum ich auch in der Türkei lebe? Weil hier geht alles so schnell. Du gibst irgendwas einen Auftrag, das ist sofort fertig. Nicht wie in Deutschland. Ich schwöre euch. Genau. So Wochen warten, 6 Wochen. Oh, sie müssen warten. Halt die Fresse, du Arschloch. Ja, das ist der Ali, ne? Der macht hier schöne Treppen, lässt er bauen. Also es geht langsam hier alles voran. Die Eröffnung wird er euch dann wohl mal irgendwann sagen. Also ist ja noch Baustelle, aber es nimmt alles Gestalt an. Immer besser und besser. Ja, es wird langsam fertig. Das ist übrigens das Geilste hier, ne? Kannst du direkt zack, zack, zack. Auch ein sehr, sehr schöner Tisch. Ja, wir tun jetzt schnell einen Happen essen, dann erzähle ich euch noch gleich ein paar Worte zum Thema Auswandern und dann wisst ihr mehr als vorher. Und da ist er direkt gekommen. Dimme Kissem, Dimme Kissem, Kissem Benim. Genau. Hallo Schatz. Hallo, Papa ist da. Ja, und er kommt auch. Ne? Ah, klettert da hin, um dem Papa Hallo zu sagen. Zack. Und da ist der Koko. Na, Schatz? Papa Gelde. Papa Gelde. Köpfchen kraulen, gell, Holuma? Köpfchen kraulen, gell. So. Wir direkt nach denen und dann geht's weiter. Ja, Kassel. Hast du auf den Papa gewartet? Ja? Hast du auf den Papa gewartet? Hallo, Koko. Aber, Emissen? Komm, ihr könnt raus. Ja. Na? Alles gut, Schatz? Ja, Baby, komm hier schon. Komm her. Was denn? Das ist Papas Baby, na, aber ja. Wupp. Ne? Das darf nur der Papa, ne? Das darf nur der Papa? So. Alles klar? So, ihr Lieben. Zu Hause angekommen, wir tun jetzt schnell noch einen Happen essen. Nur noch ein paar kleine Infos, ein bisschen Feedback. Ich kriege wirklich viele E-Mails am Tag, so ja, so zwischen 10 und 20 E-Mails, neue E-Mails, plus WhatsApp, plus Insta, plus Telegram, plus Facebook, plus natürlich die Kommentare. Was ich wirklich oft bekomme, die Frage ist, die wird mir gestellt von Deutsch, Türken, Türk, Deutschen, wie auch immer. Oh, wir haben jetzt Bedenken, jetzt echt, seitdem wir deine Videos sehen über das Thema Auswandern nach. Alleine gestern 4, 5 in der Richtung. Ich kann euch nur ermutigen, macht es. Ganz ehrlich, was soll passieren? Ihr habt hier alle Möglichkeiten. Wenn ihr es in Deutschland schafft, schafft es auch hier. Weil gerade die Deutsch-Türken, das widmet sich jetzt insbesondere an euch. Ihr habt die Sprache Deutsch, ihr habt ein paar Brocken Englisch, der eine mehr, der andere weniger. Ihr habt Türkisch, ihr habt Familie und Freunde hier und ja, das ist alles, was man braucht. Wir haben persönlich ja auch so angefangen. Wir sind erst nach Karadeniz gegangen für 10 Monate, haben erstmal bei Anane gewohnt und haben uns dann nach und nach was aufgebaut, Geld gespart, Fuß gefasst und versucht halt richtig reinzukommen. Und dann sind wir dann im Nachgang, sind wir dann halt rübergegangen, hier ans Mittelmeer. Also ich kann euch nur empfehlen, macht es wirklich. Also ihr werdet es nicht bereuen in der Regel und es gibt kein Problem auf dieser Welt, für das es nicht auch eine Lösung gibt. Ihr habt die Vorteile, ihr habt mehr Vorteile als die Deutschen, weil ihr die Sprache könnt. Und ihr Familie und Freunde habt. Hier ist keiner verhungert, also ist mir keiner bekannt, der Türke ist und der ihr Familie und Freunde habt. Das wisst ihr selber. Und das soll einfach nur noch meine Motivation sein. Man kann das alles schaffen. Also wenn Ausländer das schaffen, dann könnt ihr das als fast Einheimische
auch schaffen. Das ist gar kein Problem. Ja, ihr hört es. Juma Namase fängt gleich an. Ich mache jetzt noch schnell alles parat, was es zu parat machen gibt. Ihr wisst ja Bescheid. Abdes, Gussel, Falang, Filang. Und dann rüber. Ich würde sagen, ich wünsche euch einen schönen Freitag. Am Wochenende, ich schaue mal, ob ich das Video fertig bekomme mit dem Anwalt, weil das mit den Untertiteln ja, ist Arbeit. Ich werde mich auf jeden Fall dran setzen am Wochenende. Und ich würde sagen, bis dahin habe ich die Ehre. Ciao, Leute.